So, mal sehen, wo es dann jetzt hier weiter lang geht. Hinter dem Tunnel? Ja, ich dachte schon, es wäre im Tunnel eine Kontrolle. Ah, da habe ich mich dann wohl geirrt. So. Bin ja da nicht gerade eben beim Rennen auch lang gefahren? Ja. Okay. Naja, was soll's. Ah, was geht in die andere Richtung? Jetzt nicht wieder. Hat einen Müll. Stufe 2. Die Einsatzleitung ist auf Alarmstufe 2 gegangen. Ist okay. Solange ich noch mein Rennen beenden darf, ist mir das ziemlich wurscht, welche Fahndungsstufe ihr seid. Okay, 240 und weiter geht's. Mal sehen, wie lange ich die an der Backe habe. Okay, Roger, Delta 18. In Ordnung, vier Einheiten zusammen. Haltet durch. Fällt ihn ein und lasst ihn nicht entkommen. Wir treiben ihn in die Enge. Das glaubt auch nur ihr. Hübscher Flug. Okay, Roger, Bravo 3-1. Ja. Was mache ich hier eigentlich? Die Meilensteine habe ich ja schon komplett an sich. Will ich mir doch fürs nächste Mal noch aufheben, ein paar gute zu machen. Schon mal ein paar abgehängt. Nur noch drei übrig. Das ist ja schon mal ganz cool. Wohl unten raus. Ich habe meine gesamte Verstärkung verloren. Ist gut. Ich hau ja schon ab. Nerv mich nicht so. Verstärkung ist noch unterwegs. Ich check das nochmal. Aber ich glaube, die brauchen noch ein paar Minuten. Einheit aufgefallen. Wiederhole. Einheit aufgefallen. Fahrzeug ist kollidiert. Wir versuchen ihn einzukreisen. Das Schild macht ihn nicht kaputt. Aber ich bin am Entkommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Schickt Einheiten voraus, die das Gebiet durchkennen. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden auf der Abfahrt Campus. Einsatzleitung, Bericht Kontakt. Erste 3. Ach nö, kommt schon. Muss doch nicht sein. Ich bieg jetzt links ab. Verlassen. Fährt jetzt auf den Golfplatz. Kurzweg ist gecrashed. Wir rücken vor und stellen ihn. Nette Durchsagen. Aber mach die erstmal wahr, bevor er irgendwas erzählt. Gut, der dreht sich ein bisschen im Kreis. Und ich habe vielleicht die Chance zu entkommen. Schaffe ich das da drüber? Gar nicht so übel. Gar nicht so übel. Stimmt, ich brauche ja noch das Kopfgeld so an, das ist ein bisschen. Verdächtige lokalisiert. Wir hängen uns hinter ihm. Könnte ja ruhig machen. Er hat die Straße verlassen. Fährt jetzt auf den Golfplatz. Vielleicht kriege ich den ja irgendwie noch kaputt in der Zeit. Eine Straßensperre. Wie nett von euch. Was für Idioten. Okay, ich bin am Entkommen. Ups. Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in Richtung Norden. Auf der Clubhouse Road. Bin ich schon lange nicht mehr, also dürfte ich mich eigentlich nicht kriegen.
Einsatz ist weiterhin Code 6. Und ich sehe schon das Versteck, wo ich hin will. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Und Highspeed-Bremse. So, und das war's dann mit den, ach, nur 1500. Ach, nur 11. Ach, okay, naja, was soll's. Wenn jetzt so wild. Ah, etwas zu verdienen. Wenn dir langsam das Geld ausgeht, kannst du jederzeit zu den Rennen zurückkehren, die du auf deinem Weg durch die Blacklist noch nicht abgeschlossen hast. Ruf die Blacklist auf, wähle einen deiner besiegten Gegner, geh auf die Liste der Rennen und absolviere die noch nicht abgeschlossenen Rennen. Hast du dir das nicht schon mal geschrieben? Du kannst auch bereits gewonnene Rennen noch einmal fahren, um etwas Geld zu verdienen. Ansonsten kannst du noch einen deiner Wagen verkaufen. Das ist eine schnelle Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Aber denk dran, die Autohändler in der Stadt geben dir nur die Hälfte des Originalpreises für den Wagen. Das gesamte Geld, das du ins Tuning gesteckt hast, geht verloren. Wenn du einen deiner Wagen verkaufen willst, ruf deinen Unterschlupf den Wagenauswahlbildschirm auf und such einen aus. Eieiei, ein langer Text. Aber Geldprobleme werde ich wohl nicht bekommen. Gut, jetzt fehlen mir nur noch an Kopfgeld 80.000. Okay. Dann gucke ich doch mal, dass ich die 80.000 nochmal zusammenkriege. Schon Stufe 3. Naja, was soll's. Okay. Ja, kommen. Und jetzt entkomme ich, ohne unbedingt das zu wollen. Garantiert. Alle Einheiten im Umkreis. Aber so schlimm ist das ja dann auch nicht. In Fahrtrichtung Süden. Auf war hier nicht irgendwo versteckt oder so? Verbleibende Einheiten innerhalb der Zone. Ich sehe hier das Versteck. Verstanden, Zentrale. Sierra 1 macht sich mit Code 3 auf den Weg. Wo ist denn dieses Versteck? Seid ihr wirklich sicher, dass der Sektor stimmt? Hier ist überhaupt nichts zu sehen. Ist ja auch meine Absicht, dass nichts zu sehen ist. Oh. Ach, hier geht's noch mal rein. Okay. Kopfgeld 1000. 2500 für den kurz zerstörten Wagen. 3500. Da kann ich noch ein paar von den Verfolgungen machen. Und dann funktioniert das auch. Aber das dauert ein bisschen. Vielleicht sollte ich mir ein reales Ziel setzen. Straßensperren sind mit der Zeit... Naja, was weiß ich, ja egal, wir starten eh am selben Punkt und es wird ja nicht besonders auf diese Details eingegangen. Nur sollte ich jetzt vielleicht nicht den Kopf direkt kaputt machen. Alter, du verarschst mich doch hier gerade, oder? Du hast mich gerammt. So einfach werden die Tatsachen verdreht. Jetzt bin ich auch schon am Entkommen, nur weil das nicht drauf hat. Okay. Was denn bitte hier? Wenn du meinst, dann beende das eben ganz. Das Ganze eben mal schnell, aber ich bin ja dafür, dass es noch ein bisschen dauert. Nicht allzu lange, aber es sollte noch ein bisschen dauern. Der muss geflogen sein, ey. Das gibt's ja nicht. Wie der geflogen sein muss. Boah. Echt cool. Ist so ein leichter SUV gelogen? Naja. Ich
immer noch 80.000 Kopfgeld. 20.000 habe ich bis jetzt. Wow, bin ich aber ordentlich geflogen. Na, Hauptsache ich bleib in Bewegung. Gut. Hauptsache ich bleib in Bewegung, das ist das Wichtigste, was du hier bei einer Verfolgung beachten musst. Gut, dass es hier noch keine Nagelbänder gibt. Ah, ich glaub nicht. Ein kaputter Wagen hat mich blockiert.